vor allem, es gibt diese Rocket Launcher Flat und die haben halt keine Schießanimation, die schießen auf einmal einfach. So komplett random. Und du weißt halt nie wann. Und dann stirbst halt immer so komisch. So. Welch ist jetzt Level 7? Ja. Ich sag einfach mal ja, ich hab jetzt gar nicht mitgezählt. Müsste Level 7 sein. Also jetzt noch 4. Wir müssen den Index mitnehmen, bevor wir die Einrichtung aktivieren können. So. Geh du mal weiter, ich mache hier Nature, um ein paar Gegner zu skippen. Ich glaube, es ist sogar auch ein bisschen schneller, wenn man das so macht, wie ich. Sollen wir eigentlich auch Halo 2 machen? Weil da können wir ja richtig schnell machen, da kenne ich ja allerlei Tricks. Es ist mir allerlei. Nee, weil ich weiß anders. Es ist mir einerlei, einerlei. Hör mal hier, hinter mir läuft gerade eine absolute... Der Mob, der läuft gerade hinter mir rum. Das sind die Hater. Am behindertsten sind immer diese dicken Teile, die schon so explodieren. Wenn die direkt vor dir explodieren und du konntest irgendwie nicht mehr gehen oder so. Die sind halt auf legendär so krass nervig. Weißt du, wenn du da diesen Erfolg versuchst ohne sterben und dann auf einmal random so ein Ding explodiert, dann... wieder so eine Kettenreaktion auslöst. Hätte ich jetzt gleich zu dir gespawnt, oder? Weiß ich gar nicht. Kann man auf dich warten? Nee, mach einfach das, was richtig ist. Ich weiß doch nicht, wo du schon wieder rumgehst. Ich bin noch in der Mitte. Glaubst du nicht, dass ich zu dir spawne? Och, deswegen ja. Nee, ich meine auch einfach so. Glaub ich nicht, hier kommen jetzt erstmal überall Gegner. Ach, ich sehe hier keine Gegner. Ja gut, ich hab dich ja schon alle geslayt. Nein, das war ein Witz. Bei mir ist gerade so viel Action. Also genauer gesagt, es explodiert alles. Party, hey, wo bin ich denn? Ach so, hier geht's lang. Also Halo spielen für mich ist wirklich eine einzige Odyssee. Ich bin ja gerade irgendwo runtergeflogen. Nein, ich bin tot. Nein! Jetzt bin ich das ja. Nein, das ist ja wieder am Anfang oder was? Ich war schon fast durch beim nächsten Mal aufzunehmen. Du bist ja immer noch hier. Nee, ich war eng hinter dir, aber ich bin leider runtergefallen. Ja, du wirst. Ah, wir sind ja doch echt ganz am Anfang, Alter. Du wirst es sehen. Hier. Im Video wirst du sehen, dass ich, sagen wir mal, vielleicht 50 Meter hinter dir war. Aber leider bin ich runtergefallen. Also ich dachte,
Weißt du, es gibt ja so Schächte, die gehen einfach ins Nichts und dann gibt's welche, die gehen. Und dann gibt's halt welche, wo man sich hinstellen kann oder wo man tatsächlich weiter muss. Ah, die Tür ist jetzt auch wieder zu, oder was? Ja, sehr geil. Die war bei mir eben auch zu, da wollte ich auch lang. Zu zweit ist das hier irgendwie entspannter. Alles gemacht, ne? Ja, ich bin ja auch überall schon lang gelaufen. Bis jetzt warst du noch nicht viel weiter als ich. Hier bin ich jetzt gleich irgendwo gestorben, glaube ich. Ja, genau da. Ich dachte, da geht's irgendwo lang, aber da fällt man einfach nur runter. Siehst du, ich dachte nämlich, das wäre hier. Das hier, verstehst du? Ah, mir ist gerade einfach so ein dicker Sack in der Fresse explodiert. Fabi oder was? Hey, deine Mutter. Ja, gut. Mr. Krabs. Na gut, es hätte reibungsloser laufen können. Ja, also theoretisch könnte ich das auch cutten, aber so, das war eigentlich schon relativ witzig. Auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? Kennst du das, von SpongeBob irgendwie, wir hätten gestern nicht mehr so lange aufbleiben sollen. Ab 9 Uhr regiert langsam, aber sicher der Wahnsinn. Und dann sitzen die da so und trinken Tee mit ihren Kuscheltieren. Also, das muss man sich einfach anschauen. Ja, ich kenne den Käse eh alles. Auch die neuen Folgen einigermaßen. Aber wir müssen hier tatsächlich alle killen, ne? Meinen Ja, wir Support können weiter. hier. Ah, ich habe keine Munition mehr. Wie häufig muss man die denn schlagen? Ja, Nahkampf kannst du vergessen gegen die.
Leo, kannst du mal kurz, komm mal schnell zu mir. Stell dich mal bitte direkt hier vor die Tür, also da vor diese Edge. Warten Sie hier. Ja, perfekt. So, da können wir dann mich früher durch die Tür. Eigentlich kannst du dich jetzt echt umbringen, dann spawnst du schnell bei mir. Mann, warum spawn ich denn jetzt nicht bei dir? Das ist doch Käse. Übrigens, Jeremy, ich weiß jetzt, warum wir Käsebrot früher immer so gefeiert haben. Also, ich finde es immer noch gut, aber ich esse jetzt nicht mehr im Übermaß. Das wollte ich jetzt sagen. Weil Käsebrot wirkt auf das Gehirn wie ein Opioid. Echt? Ja. Okay. Ja, du meinst ja jetzt speziell den Käse oder das Käsebrot? Also, nee. Immer diese Kombination. Ja, das kombiniert, aber. Das ist. Da war das richtig rein. Ja, das ist. Wie trinken und rauchen. Nee, ich habe keine Ahnung. Nur der Käse. Ja, so echt zum Käse. Den Ausdruck kann ich noch nicht. Aber immer diese ganzen Explosionen. Ja, so ein scheiß Spiel. Boah, Alter, mir tut der Rücken weh, weil ich die ganze Zeit so ultra gerade sitze. Also ich sitze wirklich so wie so ein Dreieck. Oder wie so ein, wie sag mal, rechter Winkel. Ja, mir tun die Beine und der Arsch halt immer weh, weil ich sitze ja auf diesem Holz-Esszimmerstuhl. Ich muss mir echt mal einen ordentlichen Stuhl holen, weil ich sitze dann immer, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon wieder zocken, halt die ganze Zeit auf diesem Stuhl drauf. Wir spielen gerade mal 2 Stunden. Das geht ja sogar noch. Ja, ohne Spaß, also, es kommt mir wirklich vor wie 8 Stunden. Ja, ja. Vor allem, weil es draußen schon wieder dunkel ist. Und ich bin jetzt vor 2 Stunden aufgestanden. Ja, das Wichtigste ist erstmal eine Runde. Ah! Ich halte dir den Rücken vor. Kann ich gleich auch irgendwie so einen Skip machen, da geht man dann früher durch so eine Tür, dann müssen wir auch wieder aufeinander stehen. Ist schon schwul. ich wollte auch halt so irgendeinen Witz machen. Irgend so einen guten Witz, ja, oder ich mache einen Nature, mir ist es egal. Stell du dich ja gleich mal hier an diese Edge, ne? Die Tür geht halt gleich auf. Wo denn? Geht er dann auf, dann ist ja wieder dieser kleine Stütz da. Das hat Maria auch gesagt. Oh Mann. Ich fand den eigentlich gar nicht mal so gut. Ja, hallo, hier ist kein Ohr. Ja, soll ich dich abgemacht? Ohne Spaß. Wie schlecht ist dein Aim, Dad, immer, dass du mich immer abknallst? Nein! Was ist denn jetzt passiert? Oh, oh nein! Ich wusste, dass das passiert. Immer wenn du mich abknallst, dann machst du danach selber Scheiße. Es ist. Weil, keine Ahnung, wenn ich halt noch da bin, dann weiß er halt, du hast noch die Sicherheit, dass ich noch da bin. Wenn er allein ist,
Und wenn du alleine bist, scheißt du dann richtig rein. No. Was machst du denn? Jetzt komm ins Laufen. Ich wollte, dass du wieder spawnst. Ah, was machst du hier? Liegst hier ein bisschen rum? Ja, ich häng ein bisschen ab. Geht's erst bei Spencer? Na Jungs, was macht ihr so? Ein bisschen abhängen? Ja. Die ist ja leer, ich bin auch so ein Depp. Alles explodiert. Also wirklich dieses Level, ne? Da ist man immer mental am Ende. Ja. Und jetzt mal, kommen wir hier heute noch mal irgendwann weiter, oder? Bist du schon weiter, oder geht's? Da geht's ja weiter. Kennst du in Halo 1 übrigens diesen Trick Backpack Reloading? Nee. Und das ist halt eigentlich ziemlich einfach. Du musst bei Waffen, die nachladen können, zweimal X drücken. Und wenn du dann die Waffe wechselst, lädt er halt einfach weiter nach. Und du kannst mit anderen Waffen in der Zeit weiter feuern. Und wenn du die dann wieder ziehst, ist sie halt nachgeladen. Naja. Ich bin übrigens tot, ne? Oh. Ja. Hier ist auch ein cooler Trick, wenn du dich hier einfach in die Ecke stellst und nichts machst, dann bemerken die Gegner dich halt einfach nicht. Du musst jetzt halt hier eine Zeit lang verteidigen. Aber da wir auf normal spielen, können wir das eigentlich machen. Aber mir ist egal, wir können uns auch einfach hier in die Ecke stellen und nicht bewegen. Aber das ist halt langweilig zum Anschauen. Ah, müssen wir die Gegner killen? Ich will, wir sterben jetzt halt auch noch. Na gut, komm, lass. Dann. Wir sagen nachher irgendwas. La 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 la. Die Hauptstadt von Griechenland ist Athen. Die Hauptstadt von. Was ist denn die Hauptstadt von Italien? Rom? Jeremy, kannst du mir mal eine seriöse Antwort geben? Hallo? Wie bitte? Ich war gerade weg. Was ist die Hauptstadt von Italien? Ja, warte. Oh, jetzt sag mal. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Meine Güte, also diese Räume hier, ne, die sind ja immer wirklich zermürbend. Aber doch souverän. Das sieht schon ziemlich nice aus hier. Schau dir mal an, wie das neu aussieht. Also diese Wände hier. Ja. Also das Level dauert bescheidene 600 Jahre. Oh, fast gestuckt. Du dumme Sau!
Willst du mal ein richtig gutes Zitat hören? Ja. Also es geht folgendermaßen. Kack ihm in die Schuh. Kack ihm den Schuh so richtig randvoll. Hol alles raus aus wie wir waren. Stell dich mal kurz dahin, bitte. Stell dich mal dahin. Hol alles raus aus okay. aus deinem. Ja, ich bin gestorben, Mann. Wie war das denn nochmal? Hol alles raus. Genau. Hol alles raus aus deinen. Okay, ich nehme auf mich. Hol alles raus aus deinen Schläuchen. Ja. Also, was soll ich denn machen? Einfach da durch die Tür. Ja, wunderbar. Ja. So. Und wisch dir danach den Popo ab. Helge Schneider. Ja, das ist super. Ohne Spaß. Das ist das beste Zitat ever. Scheiß in den Stiefel ran. Nee, du musst mal hier in die Ecke kommen. Komm mal zu mir. Ich bin nicht so ein Eckenkind. Wenn du hier so in die Wand schaust, dann siehst du das ganze Level von oben. Hä? Du sollst draufspringen und dann einfach durch die Wand gucken. Bist du ein Zauberer? Wow. Ja. Jeremy, nimm mal dein Alter, füge 2 hinzu und jetzt zieh 2 ab. Und dann hast du dein Alter. Junge. Ja, einige. Nee, das kann nicht sein. Einige meinen, ich sei ein Zauberer. Wir haben auch diesen Joke von den Sims, ist irgendwie so. Das ist irgendwie so eine Sims-Folge, die spielt im Mittelalter. Und dann wird Lisa immer so als Hexe beschuldigt, weil die irgendwie zweistellige Zahlen addieren kann, als ich bin. Ja, stimmt, ich weiß, was du meinst, ja. Hör mal, Jeremy, hinter dir ist ja ganz schön Haarcash. Der Nate-Jump war super, du schaffst das, komm, gib an! Hä? Ich wollte doch gar keinen Nate-Jump machen. Ich wollte einfach die Nate auf den Boden werfen. Hä? Hey. Hey, was soll denn diese Granate, Mann? Weiß ich doch gar nicht, du Granate. Ja, komm, Witz in die Fresse. Komm her. Dummer Neger. Neger, gerne. Übrigens, das habe ich nicht komplett reingeschnitten, sondern nur so ein paar Ausschnitte, weil das war mir doch zu assi. Also, das konnte ich nicht auf meinem Kanal bringen. Ja, diese, wie die da wirklich, ne, die sagt ja irgendwie immer einen voll in die Fresse, ne, du weißt. Dummer. Ja. Boah, gerade explodiert hier wirklich die komplette Bude. Ich bin so am Ende, ne? Jetzt werden wir ein paar Level. Ja, aber komm, das ist. Da ist ordentlich explodiert. Jeremy, du bist jetzt wieder alleine. Ja, ich glaube, es scheitert ehrlich gesagt schon immer daran, dass du vollkommen vorrennst. Und dann sind wir halt nicht zu zweit, wenn riesige Gegner was kommen. Also daran scheitert es jetzt nicht, aber es macht es ein bisschen langsamer. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, ob es wirklich langsamer macht, weil ich vielleicht auch nur zu langsam durchlaufen würde. Ich glaube, bis jetzt hast du jede Plattform erreicht. Ah, ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal
einen Fruchtriegel auf. Banane Dattel. Ich könnte mal lüften, also nach der ganzen Zeit hier im Zimmer. Du warst bis jetzt erst 2,5 Stunden im Zimmer. Sie haben jetzt Zugriff auf den Index. Ich nehme den Index Mensch des Anfangs an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index macht in der Platte gelangen, wird den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Die Flat breiten sich aus, also Tempo.